Und die Aufzeichnung ist gestartet. Vielen Dank fürs Einschalten. Outriders World Slayer auf der PlayStation 5. Wir spielen live. Und ich bin super, super happy, dass wir gestern so viel geschafft haben. Ich habe in der Zwischenzeit tatsächlich auch vom Killerboss Benny ein, zwei Tipps gekriegt und habe dementsprechend auch nochmal meinen Klassenbaum etwas umgebaut, wie ihr hier sehen könnt, noch viel mehr in Richtung Anomaliestärke, Waffenstärke und ein bisschen Ascheeffekt. Und heute oder jetzt zumindest in diesem Stream möchte ich ganz gerne ein bisschen mehr Landekapseln farmen, denn ich muss tatsächlich einiges nochmal verbessern, einiges aufwerten, einiges nochmal irgendwie in die nächste Stufe sozusagen kriegen. Und ja, hier können wir am besten die Marschlandhöhle spielen, denn es kostet nichts und bringt 72.900 Landekapseln. Ich sage also an der Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr mit dabei seid. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo da. Ich würde mich riesig freuen. Und wie immer Outrider, ich legen habe wir hier noch direkt einen los. Auftrag für dich. Schauen wir mal, was der neue Build so kann. Ihr seht es auch, ich habe auch eine neue Waffe. Ich finde sie ultra OP. 50er Magazin. Und das Geile bei der ist tatsächlich, dass wir dort Verdammt, Corrigan hat es mit dem Abbau zu den weit getrieben. Sonnensturm oder Seine Feuersturm Leute drinnen sind tot. haben. Plus wir haben die Gaußschen Stränge noch mit drinnen. Plus wir haben einen extremen Lebensentzug. Also die Wache macht nicht nur auf die Breite richtig Damage, sondern auch auf die Einzelnen, wie ihr sehen könnt. Und das macht mich richtig glücklich. Zack. Direkt einmal rein hier. Gib ihm richtig. Und sie lädt extrem schnell nach. Extrem schnell. Ach, da ist ja schon die Brutmutter. Wir spielen auf Apokalypsenrang 25. Also es ist schon mal leichter als das, was ich mit dem 1 spiele. Aber nicht zu unterschätzen. Also, und vor allen Dingen hier müssen wir immer ganz schön raus aus diesen Ringen. Sonst haben wir ein Problem. Das kostet uns nämlich unglaublich viel Leben. Und ihr seht auch schon, unser Waffenschaden ist ein bisschen runtergegangen. Aber unser Anomalieschaden dafür geisteskrank hochgegangen. Also alles, was so in Richtung Statuskraft und Anomalieschaden Jetzt geht, weiß ich, was Corrigans Leute zerbissen hat. zwickt ordentlich rein. Und ich glaube, wir sind inzwischen, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen, bei 434k Anomaliekraft. Es wird besser. Es wird besser. Ordentlich Schaden hier. Ihr seht schon. Okay. Gucken wir mal, wie wir uns gegen ihn hier anstellen. Und
Und auch er ist erstmal soweit kein Problem. Man muss nur schnell genug die Waffen wechseln. Und dann seht ihr schon, haben wir hier Weihnachten. 921k Anomaliekraft. Nur mal so am Rande erwähnt. Also wenn man es gut kombiniert, dann hat man hier richtig Spaß. So, Mund einmal aufgefüllt. Das ist immer mein größtes Problem tatsächlich. Zack, 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 zack. Einmal ruf und gewechselt. Gaussische Strenge. Und gib ihm. Okay, der nächste dürfte von hier oben kommen. Ihr seht es schon, es fängt ordentlich rein hier. Noch bevor er überhaupt hier unten angekommen ist, ist die Hälfte des Lebens weg. Puh, und meine aber auch gleich. Gucken wir ganz kurz, was hat das Anomalie-Schaden gemacht? 964. Jawollo. Ihr seht es da an den Lebensbalken. Das wirkt ordentlich rein. Dazu ein bisschen gaussische Strenge. Das macht nämlich den Kuchen gel. Dann habe ich hier richtig Spaß. So, Kackvogel. So, das ist auch weg, das ist auch weg. Brutmutter, mal komm mal her hier. Immer rein da. Immer drauf da. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Mach mal dabei sein. So, immer rein da. Zack, zack, zack. Und? Ah, nur 826, ja. Aber ihr seht schon, man kann es echt schön hoch kumulieren, man kann es richtig gut kombinieren. Und es macht auch einen netten Damage. Also, angenehme Nummer. Mal gucken. Wir wollen mal den Tag nicht vor dem Abend loben. Na, leck mich doch, meine Katze. Und eine Menge Monster, die das Ding für ihre neue Mama hat. Okay, das ist auch erledigt. Moin Philipp, schön, dass du mit dabei bist und eingeschaltet hast. Ich mache ein bisschen Landekapsel-Mission. Wenn du Bock hast, kannst du gerne mit einsteigen. Dann schicke ich dir gerne nach der Mission gleich die Einladung. Du siehst, ich habe mein Bild ein bisschen umgebaut. Ich mache jetzt knapp 900.000 Anomalieschaden. Geht alles ein bisschen einfacher hier jetzt. Hoppala! Na, na, na. Wollen wir mal nicht überheblich werden hier. Noch ein paar Alphas.
So, wichtig ist nur, dass ich oft genug, schnell genug die Waffe wechsle. Dann seht ihr, das macht ordentlich Damage. 1 Million Anomaliekraft. Uhuhu. Davon muss ich einen Screenshot machen. Das muss ich nämlich dann in die Gruppe machen, in die Gruppe schicken, die ich mit dem 1 und mit dem Lukas habe. Der hat nämlich heute auch ganz stolz gesagt, 1 Million Anomalie-Schaden. Also, nice. So, immer drauf da, immer drauf da. Zack. Jawohl, und ich fliege wieder eine kleine Runde. Wie gesagt, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Juhu. Ihr seht schon, das ist nicht zu unterschätzen. Echt nicht zu unterschätzen. Und ich brauche dringend die Gaussian Stränge für die zwei Dicken hier. Mann, Mann, Mann. Alter Schattern, jetzt ist aber hier richtig Weihnachten angesagt. Hackprobe muss ich auf jeden Fall immer mit als erstes gleich platt machen. Weil die habe ich immer nicht auf dem Schirm. Oh, cool. Hier ist alles sicher. Gut gemacht. Wunderbar. Dann kann ich meine Leute ja wieder reinschicken. Nice. Aus dem Metall? Gut geschafft. Ich hab jo, Philipp, wie schaut's aus bei dir? Hast du Lust, eine Runde mitzuspielen? Nein, ich denke, die Leute wollen endlich wieder Geschäfte machen. Und dafür werden sie offizielle Münzen brauchen. Am besten mit meinem Gesicht drauf. Es ändert sich nie was. Ne? Perfekt. Dann schicke ich dir gleich eine Einladung. Wunderbar. Die Kohle haben wir mitgenommen. Und ich weiß nicht, wer es war. Vielleicht sogar der Philipp selber. Aber ich habe gesagt, es gibt hier noch ein Easter Egg. Also, ich warte noch mal ganz kurz ein, zwei Sekündchen. Ob hier noch mal was kommt. Aber okay. Mal abwarten. Wir holen auf jeden Fall den Philipp mal schnell in die Party rein, denn dann kann er gleich mitspielen. Wir machen einen schönen Livestream rund um Landekapseln, nehmen parallel dazu auf. Wir haben einen netten Damage gemacht, sind kein einziges Mal gestorben und am meisten Schaden verursacht hat bei uns die Überhitzung. Wunderbar. Und dann direkt die Gaussian Stränge. Deswegen, ich liebe es. Guck mal, diese Waffe ist der Oberknaller. Gaussian Stränge, Schattenkomet, Feuersturm, beste Kombination in der Knarre drin. Ich bin so ultra happy, dass ich dieses habe, dieses leichte Maschinengewehr. Nur geil. So, lange Rede, kurzer Sinn. Philipp wird eingeladen. Da haben wir ihn schon. Einladung ist rausgeschickt. Und ich sehe, der 1 spielt auch schon. Und ich glaube, er hat sein Ziel erreicht tatsächlich für das Wochenende. Ich sehe 75 und 65. Holy moly, krasser Shit, ist er gut durchgekommen. Stark, also Shoutout zu 1 hier an der Stelle, hab's gerade gesehen, er hat's auch gerade angemacht. Richtig stark, dass er hier schon so viel Leben und so viel gefarmt und so viel Gear geholt hat. Ich habe mal parallel noch schnell eine Einladung verschickt an den Philipp. Er ist auch der Party direkt beigetreten. Und jetzt kann man dich auch hören. Servus. Servus. Schön, dass du mit dabei bist. Wir spielen eine Runde Landekapsel farmen. Da bin ich dabei. Landekapseln sind wichtig, dass wir überhaupt nur hochstufen. Eben, eben. Und wir starten direkt die Expedition. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich hatte zwischenzeitlich mal 1 Million Anomaliekraft. Habe ich gesehen. Mhm.
Hat sich noch mal ein bisschen was verändert bei mir. Aber das war kumuliert, also das war nicht eine Million, das war nicht eine Million Basis. Ich habe gehört, wie sie die Kapseln einsammeln, die runtergekommen sind. Ich habe eine davon entdeckt, aber ihre Position wird dir nicht gefallen. Ganz in der Nähe des Berggipfels. Und wer weiß, was da oben sonst noch ist. Und ich glaube, die eine Million Anomaliekraft, die ich gerade habe, ist nicht zu vergleichen mit der Anomaliekraft, die der Lukas hat. Weil der hat nämlich eine Million Basis-Anomaliekraft. Und bei mir ist es halt kumuliert. Ja. Ach, okay. Okay, nice. Und wie lief's? Alter, krass. Ja, das ist dann heftig. Ja, ich bin so happy mit meiner aktuellen Waffe. Die ist so geil. Die hat einen Schattenkomet, Gaussche Stränge und noch den Feuersturm drin. Damit machst du halt nicht nur Flächendamage auf mehrere Gegner verteilt, sondern halt auch einen echt hohen Einzeldamage auf den Einzelnen. Das ist halt richtig krass. Ich habe zwar ein bisschen meiner Abklingzeit verloren, aber es ist halb so wild. Ja. Der Weg zum Gipfel ist blockiert. Nice. Gut durchgekommen. Geisteskrank, was das für einen Unterschied macht hier, wenn man nur so ein bisschen auf Anomaliekraft geht. Guten Morgen 1, der ist auch mit dabei und schaut brav zu. Sehr schön. Ich habe schon gesehen, dass du schon on the line bist. Wenn du möchtest 1, kannst du gerne mitspielen. Dann nehmen wir dich noch mit rein. Ich habe dich aber absichtlich gerade proaktiv nicht eingeladen, weil ich die Runde mal schnell nur mit dem Philipp alleine spielen wollte. Eigentlich doch sowieso mit ihm noch eine Zeit mal nehmen. Jo. Siehst du? Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn wir auf jeden Fall später auch nochmal schaffen, zusammen zu kochen. Weil ich mache ja inzwischen auch ganz gut Damage. Ich habe nämlich meinen Klassenbaum noch mal ein bisschen umgebaut. Und inzwischen habe ich mit dem richtig Spaß. Man sieht es am Schaden.
Ja. Der von oben kommt. Der ist ultra OP, gell? Ich liebe ihn auch. Ich liebe ihn auch. Alter, und der, vor allen Dingen bei den Kackvögeln, dann haut er die, oder bei allgemein bei fliegenden Gegnern, haut er die halt auf den Boden runter. Das ist halt das Beste. Vor allen Dingen in der Kombination mit Schattenkomet. Richtig stark. Ja, genau. So eine Brutmutter ist halt dann auch gar kein Problem mehr. Ich liebe es einfach, meine schönen Gaussischen Stränge. Ah, da kommt was runter. Ja, ja. Wird schön eingefroren von mir noch. Zack. Oder eingeäschert, besser gesagt. Ich habe ja keinen Frost. Ich habe ja Asche. Und wenn der Eins jetzt doch gerade so schön zuguckt, zeige ich dem Eins jetzt mal ganz kurz was Cooles. Schau mal. 1 Million Anomaliekraftschaden. Ich hab. Jo, besser. Besser ist es. Wunderbar. Geschmeidig, würde ich sagen. Ja. Echt geschmeidig. Und ich sage danke an alle, die gerade zuschauen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr mitfiebert. Wir spielen Outriders World Slayer auf der PlayStation 5. Und mit mir am Start ist der Philipp. So. Let's go. Hoppala. Aus Versehen auf die falsche Waffe gewechselt. Kurz mal auf die Handfeuerwaffe gewechselt. Die ist aber auch ganz geil. Nur zum Spaß wechsle ich mal ganz kurz auf die Handfeuerwaffe, dass man mal sieht, was für einen coolen Effekt die hat. Ah ne, es dauert mir zu lang mit der Handfeuerwaffe. Und der Benny ist auch gerade da und der 1 spielt mit Zentrale. Ja, nice. Zentrale habe ich auch schon online gesehen, tatsächlich. So, ich muss mal ganz kurz die Kackvögel platt machen. Jo, meine auch. Ja, hab's gesehen. Ich habe ja inzwischen habe ich ja das Phönix-Ei mit drin. Das heißt, sterben kein Problem. Ja, mal nur ganz kurz. Nur um nicht mehr ganz so häufig den Boden zu knutschen. Ja, ja, Benny. Diese Ratte. Nix da. Wird nicht abgeschalten. Nur weil der 1 nicht dabei ist. Philipp und ich, wir machen das auch super. Schau es dir an, wie sie keine Chance haben.
Ah. Weg der Axt. Ah, du hast hier noch ein bisschen Vogel. Hast hier noch ein bisschen Vogeldreck am Stecken. Ah ja, ich habe hier auch noch ein Vögelchen. Wunderbar. Gut durchgekommen. Hahaha, danke Berdi, so muss es sein. Ich bin sein Lieblings-YouTuber. Wup, wup. Ja, das ist cool, jemanden so begeistern zu können, obwohl man das Ganze eigentlich erst seit ein paar Monaten macht. Also, mega. Ich weiß das echt zu schätzen. Alter, wie die Gegend fliegt hier, wie so ein Amateur. Ja, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Oh, kommt da wieder auf mich hier, diese Ratte. Machen wir schnell einen Vogel platt. Geht mir auf die Eier hier. Kackvogel. Der Hund! Warte, ich mach mal schnell hier so einen Feuersturm auf ihn rauf. Alter. Er will einfach eine Runde mit mir spielen, das hilft nichts. Was reicht hier noch rum? Ah, nichts mehr. Überhitzung ist halt auch einfach ziemlich OP inzwischen. Hey, anscheinend sind die Rebellen bei ihrer Suche nach der Kapsel auf Monster gestoßen. Nice! Sie haben den Weg blockiert. 76.000. Darum haben die Rebellen dort ihr Lager aufgeschlagen. Zeit für ein Siegestänzchen. Wollten wohl warten, bis die sich vor Hunger gegenseitig fressen. Perfekt, ich beende an der Stelle auf jeden Fall das Video. Livestream bleibt weiter behalten. Und ich sage an der Stelle danke fürs Einschalten. Philipp, du darfst auch gerne noch Tschüss sagen. Ciao.